Yo Leute, was geht ab? Hier ist euer Max und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich werde heute mal etwas machen, was ich bisher noch nie in der Form gemacht habe. Und zwar gucke ich mir ein altes Video von mir an. Und zwar das Video, wo ich mich zum allerersten Mal gezeigt habe auf YouTube. Dazu muss man sagen, dass ich eigentlich ein bisschen kritisch gegenüber solchen Videos bin, aber es ist wirklich lustig, weil ich erinnere mich noch an das Video. Ich habe es mir irgendwie vor ein paar Monaten irgendwie mal angeschaut gehabt und das war wirklich relativ lustig, wie ich da so aufgetreten bin. Und ja, gucken wir es uns an. Okay, erstmal wunderschöne Optik hier. 10.000 Abo Special Krankrafter zeigt sich und dann noch diese Meme da drin. Sehr nice und starten wir. Yo Leute, nach dem Intro seht ihr, wie ich im echten Leben aussehe. Diese Mikrofonqualität. Viel Spaß dabei. Ja, das war mein Intro. So, meine Freunde, hallo und herzlich willkommen zum ersten Facecam-Video auf meinem Kanal. Ich bin Max, Krankrafter, wie auch immer ihr mich nennen wollt. Und oh Mann, es ist so classic, vor allen Dingen. Okay, das ist jetzt am 4.9.2013 gewesen. Das heißt, es ist über 2 Jahre her. What? Wirklich? Krass. Meine Haare waren deutlich länger. Und ich war wirklich sehr schüchtern, wie man hört. Aber was ich vor allen Dingen classic finde, ist diese Overwork-Musik im Hintergrund, die jeder drin hatte. Aber egal, hören wir mal weiter. Und ich habe gedacht, ich nehme das Facecam-Video, das Video, wo ich mich zeige, auch gleichzeitig als Anlass, so ein paar Sachen über mich loszuwerden, so ein paar persönliche Sachen, die man halt super wissen könnte über mich, halt in Verbindung, verbunden mit dieser Facecam-Sache, dass ihr jetzt wisst, wie ich aussehe. Okay, also ich finde, der krasseste Unterschied zu heute ist, na gut, ich fasse mir in die Haare, wie man sieht, mache ich auch heute noch, der krasseste Unterschied ist, einfach das Auftreten, weil heute ist man irgendwie, nachdem man das wirklich 2 Jahre schon macht, Alter, wie verrückt, man tritt schon wesentlich selbstsicherer auf und das ist heftig, finde ich irgendwie. Also, boah, keine Ahnung. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was ich für persönliche Dinge bekannt gebe zu dem ersten Real-Life-Video, das ich gemacht habe. Also, mein Name ist Max, das dürften die meisten schon wissen. Ich bin 16 Jahre alt. Ja, 16 Jahre alt. Krass. Sehe ich älter aus, Leute? Nein, ich halte mich gut. Okay. Das wäre auch schlimm, wenn ich schon alt aussehen würde. Hab eine Freundin. Habt ihr das gesehen? Damals hatte ich eine Freundin. Ich habe jetzt auch eine Freundin. Das hat sich auch nicht verändert. Hab eine Freundin. Und da war dieses cool Story-Bro-Bild eingeblendet. Ist auf jeden Fall cool. Seht ihr, ich war schon immer ein Badass. Ich würde sagen, wir gestalten das so ein bisschen wie so eine Kennenlernrunde in der Schule. Wie so eine Kennenlernrunde in der Schule. Wie ich da rede, so. Wie ich da rede. Wie so der übelste Vollidiot. Also als würde ich mich voll cool fühlen. Ich würde sagen, wir gestalten das so ein bisschen wie so eine Kennenlernrunde in der Schule. Dass, ich will mich schlagen. Was erzählt. In dem Fall bin es ja eigentlich nur ich. Also es ist keine Runde. Naja, ich labere einfach mal ein bisschen vor mich hin. So freizeitmäßig in letzter Zeit des Todes viel YouTube und Minecraft, weil es Bock macht und weil ich jetzt halt den YouTube-Kanal habe, den ihr anscheinend alle kennt, wenn ihr gerade das Video schaut. Das macht Sinn. Guter Punkt. Weil es halt mega Bock macht. Und am Anfang, vor allem, wenn man in diese YouTube-Sache einsteigt, muss man halt viel Zeit investieren, so Kontakte knüpfen, Videos machen, bearbeiten, das alles erlernen und sowas. Das Struggle, vor allen Dingen, ich meine Leute, ich habe damals meine Videos vor allem schon nicht groß bearbeitet. Mittlerweile mache ich es selten, aber wirklich, was ich damals so in die Videos gesteckt habe, ihr seht es ja an dem Video, es war ungefähr nie. Also es ist schon ein bisschen frech. Guck auch mal den Blick an. ja, weiter. In letzter Zeit viel Zeit reingesteckt, ja. Und ansonsten longboard ich gerne in meiner Freizeit, so wie es auch ungespielt Simon macht. Nice! Und, Shoutout! Ja, so Sachen halt dann mit Kumpels treffen oder mit meiner Freundin oder so. Klasse. Und das sind halt die Sachen, die... Ich glaube, das habe ich damals sehr gefeiert und habe sehr in den Vordergrund gestellt. Wie ich so zu dem Kanal gefunden habe, dürftet ihr wissen. Vor allen Dingen so, ich finde so die Art, wie ich rede und so, klingt einfach so, als würde ich so ein richtig schweres Geständnis ablegen bei der Polizei. So von wegen... Ja, wie ich zum Kanal gefunden habe. Das ist irgendwie voll...
keine Ahnung, irgendwie so gar nicht freundlich und motiviert. Keine Ahnung. Ich war mit Luca, den habe ich im Urlaub kennengelernt und der hat das schon seit einer Ewigkeit gemacht und dann haben wir zusammen gezockt, Feed the Beast, bla 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 bla. Musik vor allem. Könnt ihr auch alles in den ersten Videos von mir sehen. Und nice. Ich wollte einfach nochmal Danke sagen für 10.000 Menschen, die mich abonniert haben. 10.000 sind einfach so richtig krass viele. Vor allem bei mir war es halt heftig. Ich hatte so schnell die 10.000 am Anfang durch den Support von Luca. Weil man muss sich mal überlegen, so 10.000 Menschen erstmal die Haare auf meiner Schule, ich bin auf dem Gymnasium übrigens, sind 10.000 Menschen. Was laber ich? 2.000 Menschen. Was? Warum mache ich da bitte keinen Cut? Also, ja, okay. Und 10.000 haben mich abonniert. Und ich muss mir vorstellen, das Fünffache und mit den allen, keine Ahnung, auf einem Fleck zu sein oder sowas, wäre schon krass, weil 10.000 Menschen, man denkt so, wenn man diese anderen Leute sieht, die Luca zum Beispiel oder seine Community, dass 10.000 nicht sind, aber 10.000 sind einfach so krass viele und ich finde es mega, dass die 10.000 Leute ja entschieden haben, dass mein Kanal so gut ist, dass sie ihn abonnieren wollen und ja, voll süß eigentlich. Ich finde, also wirklich, was mich am krassesten stört, ist einfach, wie ich rede. Das hätte ich anders machen sollen. Vor allen Dingen, da oben ist mein Zimmer noch grün. Ich habe das mittlerweile weiß gestrichen, weil ich das mega ätzend fand. Wie viele Abos hatte Luca damals? Ich glaube so 200.000 oder sowas um den Dreh. Und alle Videos gucken wollen. Auf jeden Fall Dankeschön dafür. Und ja. Als Belohnung jetzt, wie angekündigt, bei 10.000 bzw. in Richtung 15.000 hier das Facecam-Video. Und ich würde sagen, schreibt einfach in die Kommentare, was ihr euch jetzt denkt, nachdem ihr das Facecam-Video gesehen habt. Müssen wir noch anschauen. So, Kommentare. Wie groß ist sein Penis? Wie groß ist sein Penis? Was? Wie groß ist sein Penis? Oder... What? Warum sage ich das? Wie groß ist sein Penis oder sowas, was euch jetzt halt so in die Gedanken kommt. Hä? Vor allen Dingen, ich bin so die ganze Zeit voll erschrocken und dann droppe ich einfach die Joke-Bomb, Alter. Ja, jetzt schreibt mal in die Kommentare, was ihr so wissen wollt, so zum Beispiel, wie groß ist sein Penis. So mega trocken. Ja, vor allen Dingen, ich bin die ganze Zeit trocken. 10 Sekunden to go und dann Kommentare, Freunde. Und, seid aktiv in den Kommentaren, lasst was da. Seid aktiv, und lasst was da. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und ich werde es jetzt parallel beenden. Mach's gut, ciao. Alter, richtiger Pro. Okay, da kommt schon das nächste Video, aber das werden wir uns jetzt nicht mehr anschauen. Wir gucken uns lieber ein paar Kommentare an. Max, genau, Tahir, von dem habe ich übrigens die Videoidee. Und der gute Mann wollte vor Silvester noch 22.000 packen. Deshalb checkt mal sein Zeug aus. Wenn es euch gefällt, könnt ihr ihn ja mal abonnieren. Sein Link ist in der Beschreibung. Okay, dein Aussehen, so schön, dankeschön, aber das sind alles die älteren Kommentare. Schon vor einem Jahr haben die geschrieben, diese alten Zeiten. Ich schätze dein Penis auf 1 Meter, dankeschön. Mann, meint, du bist Connoisseur, Bruder. Okay, nice. Conny, hast du dir die Haare gefärbt? Ja, stimmt, das haben mir damals alle geschrieben, dass ich genauso aussehe wie Luca. Okay, nur deine Augenbrauen sind dicker. Ist das gut oder schlecht? Erinnert mich voll an Conny. Conny, sieht aus wie Conny. What? Alle schreiben das. Tadel und Concrafter, Krankcrafter. Wow, du bist übernhübsch. WTF, sogar ein wenig zu hübsch, oder? Tja, Leute. Hat Spaß. Alter, ist halt, glaube ich... Ja, Krankcrafter ist ein Megaprojekt. Damals gab es das Megaprojekt. Wie cool. Bist du mit Conny verwandt? Machst du mal ein Video mit deiner Freundin? Tja, ein bisschen zu spät. Oder Ex-Freund ein Video zu machen. Sei nicht so schüchtern, du hast keinen Grund dafür. Ja, stimmt, der hat es erkannt, ich bin voll schüchtern. Und danke, 2 Jahre zu spät. Ja, Leute, also ich glaube, die meisten Leute schreiben, dass ich aussehe wie Concrafter. Ich hoffe mal, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann bei einem normalen Video wieder. Das war jetzt mal so ein kleines Experiment. Ich fand es relativ cool, muss ich sagen. Ich hoffe, ihr auch und dann sehen wir uns einfach morgen wieder. Seid aktiv. Und schreibt in die Kommentare, wie groß hier mein... Nee. Nee. Sowas mache ich nicht mehr.